Was macht ihr denn schon so früh hier? Es geht dich gar nichts an. Wir gleichen die Urlaubspläne fürs nächste Jahr ab. Tschüss. Außergewöhnlicher Mann. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, Ihre Jenny. Darauf würde ich nicht hoffen. Tue ich aber. So, abschicken? Oh, danke, Clemmy. Was würde ich bloß ohne dich machen? Komm, wir müssen zum Briefing. Alle ausgeflogen oder was? Die Maschine aus Düsseldorf kommt erst in einer Stunde an. Wie wär's, wenn wir eine kleine Mittagspause einlegen? Mit Betonung auf legen? Champagner! Sehr komisch. Wo hast du denn deine Blumen gelassen? Ins Eisfach gelegt, damit sie nicht welken? Was denn für Blumen? Habe ich was verpasst? Ach, diese wunderbaren Blumen, die ein strahlendes Licht in den trüben Alltag einer alleinstehenden Stewardess werfen. Halt's Maul! Also an deiner Ausdrucksweise, Schätzchen, musst du noch arbeiten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das bei Hofe so gut ankommt. Jenny hat nämlich ihren Prinzen gefunden. Ach, echt? Mhm. Schreibt ihm heimlich glühende Liebesbriefe. Wir. Hey, ich warte, ich komme her. Lass doch mal. Ich habe vom ersten Augenblick gewusst, dass wir füreinander geschaffen sind. Das wollen wir nicht genug reden. Clemmy, Clemmy! Clemmy! Was ist denn los? Hey! Warum nimmst du ihn noch in Schuss? Manche Leute verstehen einfach keinen Spaß. Jenny, nimm das nicht so ernst. Volker ist ein Idiot. Nein, ich ärgere mich über mich selber. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Maybrit hat recht, das war total peinlich. Also, um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, dass du das jetzt auch so siehst. So ein Prinz, der würde sich nie auf sowas einlassen. Hm? Das Ganze war von Anfang an aussichtslos. Ach, auf einmal? Und warum hast du mitgemacht? Ja, willst du mich verarschen? Nein, Jenny, du hast doch selber gesagt, dass... Ja, dass ich zu dämlich war, mich erwischen zu lassen. Und glaubst du also auch, ich bin so ein dummes, kleines Ding, das sich sonst was einbildet? Jenny. Nein. Und ich dachte schon, wenigstens du verstehst mich. Aber du bist halt auch nicht besser als alle anderen. Tut mir leid, Clemmy. Ich glaub nur mal an Wunder und die große Liebe. Also, du nimmst diesen Brief, drehst eine Runde um den Block und dann gibst du ihn wieder bei Starline ab, ja? Für Jenny Wendt. Und falls sich jemand fragt, wo du den her hast, dann sagst du aus der saudi-arabischen Botschaft. Okay, ne? Hier. Das sind mal 10 extra. Und lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Falls du erst in der Mittagspause kommst, dann reicht das völlig. Ciao. Ich finde auch, dass sie wunderschöne Augen haben. So blau wie das Meer im Persischen Golf. Da bin ich besonders gern mit meiner 42 Meter langen Yacht unterwegs. 22. Stimmt. 22. Ist ganz schön groß, oder? Das ist ganz schön ordentlich, ja. Lies weiter. Sie hat 3 Kabinen und 6 Kojen und wiegt 2... Ach, jetzt kommen hier so ganz viele technische Daten. Das ist ein bisschen langweilig. Aber hier wird's wieder romantisch. Wie gerne würde ich Sie, meine wunderschöne Prinzessin, an Deck mit Hummer, Kaviar und Champagner verwöhnen. Nur wir zwei und über uns der Stern. Kostbar nicht hier? Henning? Henning! Nee, der musste ganz schnell weg. Na, lernst du schon den Koran auswendig? Hä? Arschloch. Volker und die anderen werden sich noch wundern. Ich bin nämlich gar nicht so weltfremd und naiv. Der Brief ist der Beweis. Da hast du recht. Jetzt müssen sie mir glauben. Und du warst wirklich schon die ganze Zeit sicher, dass er mir schreiben wird? Auf jeden Fall. Ich hätte ja auch geschrieben. Also an seiner Stelle. Wenn ich in dich verliebt wäre. Du bist echt süß. Und du hältst mich nicht für blöd? Nein. Im Gegenteil. Dankeschön. Jenny, mein Honigtau. Du zartblasses Zuckerschnittchen. Deine Augen funkeln wie Smaragde auf rotem Sand. Guten Abend. Guten Abend.
Entschuldigung, Michi. Könntest du vielleicht später wieder? Wenn ich dich sehe, dann wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dich mit meinem feurigen Kamel in meine kühle Oase zu entführen. Nee, das geht gar nicht. Okay. Suchbegriff: Märchen aus Tausend und einer Nacht. Clanny, guck mal, was ich hier habe. Sieht aus wie ein Brief. Von meinem Prinzen. Ich habe gewusst, dass er mir wieder schreibt. Siehst du das hier, Volker Möllenkamp? Und wer von uns beiden ist jetzt ein Schwachmat, hä? Was steht denn drin? Zum Beispiel, mein Augenstern, sie sind die schönste Knospe, die je im Garten meines Herzens erblüht ist. Klingt das nicht ein bisschen schwülstig? Spinnst du? Das ist total gefühlvoll, richtig poetisch. Die Araber sind so blumig. Ja, echt? Ja, zum Beispiel, wenn ich an sie denke, fühle ich mich wie ein Geist, der nach Jahrtausenden endlich aus seiner Flasche befreit wurde. Du bist so eine Art Korkenzieher. Ach, das ist der schönste Brief, den ich je bekommen habe. Diese orientalische Glut. Aber das versteht ihr deutschen Männer natürlich nicht. Doch, doch. Das ist wirklich ein außergewöhnlich schöner Brief. Wirklich? Ach, Clemmy. Manchmal habe ich echt das Gefühl, du bist der Einzige, der mich überhaupt versteht. Aber ich muss jetzt los. Ich muss ihm eine wunderschöne Antwort schreiben. Tschüss. Mark, Clemmy. Danny, hallo. So, Mr. Poesiealbum, jetzt zeig mal, was du kannst. Aber doch nicht hier. Warum nicht? Ja, weil man für einen echt romantischen Brief eine Atmosphäre braucht, in der man seine innersten schöpferischen Quellen finden kann. Aha. Und was schlägst du vor? Wie wär's bei mir zu Hause? Am besten heute Abend. Ich weiß nicht. Ja. Soll ich dir jetzt helfen oder nicht? Ich könnte was kochen, eine schöne Flasche Wein halt, aufmachen. Stopp. Das klingt jetzt verdächtig nach einem Date. Date? Ja. Aber okay, wenn du nicht willst. Nein, okay, okay, okay. Okay. Wir treffen uns bei... bei dir am Nachmittag? Ja. Und wir trinken statt Wein Grüntee? Grüntee? Mhm. Okay. Ist auch gut fürs Gemüt. Gemüt. Und keine komischen Sachen. Oh Gott, wo soll ich anfangen? Ja. Henning, was gibt's? Sag Volker, ich bin schon unterwegs. Natürlich ist es wichtig. Bis dann. Ciao. Mensch, Henning, du nervst. Ich sagte doch, ich bin unterwegs. Ja, bis gleich. Perfekt. Hallstedt wollte uns weiter... So, das ist also meine bescheidene Bude. Fühl dich wie zu Hause. Nett hier, richtig gemütlich. Komm. Ich lese dir jetzt den Rest des Briefes vor, ja? Möchtest du nicht erst was trinken? Wie wär's mit einem Kaffee oder ein Glas Wein? Nein! Ich meine, grünen Tee. Den habe ich heute extra für uns besorgt. Nein, erst lesen. Ich muss unbedingt wissen, wie du den findest. Ja? Okay. Okay. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich sehne mich.
Ich sehne mich nach Ihnen, meine duftende Rosenblüte, und verzehre mich nach dem lieblichen Klang Ihrer Stimme. Oh Gott, das ist... Okay. Am schlimmsten sind die Nächte, wenn ich hier allein in meinem Marmorpalast auf dem seidenbestickten Divan liege und den Mond über den Himmel wandern sehe, dann sitzen Sie in einem Sternenkleid zwischen... Zwischen den Wolken. Glaube ich. Zeig mal. Ja, zwischen den Wolken. Zwischen den Wolken? Und winken mir mit betörendem Lächeln zu, dass mir das Herz aufgeht wie die Schilfblüte am Ufer des heiligen Nil. Nil? Nil. Ja, wenn's da steht. Was ist falsch an Nil? Weil seit wann geht der Nil durch Saint-Tropez? Warum sollte er? Weil der Prinz gerade in Saint-Tropez ist. Das habe ich beim Friseur gelesen. Ach, wie schön. Saint-Tropez. Aber wieso steht denn hier dann noch im Marmorpalast in der Wüste? Ja, heute hier, morgen da. So sind diese Nomadennummern. Aber gleichzeitig? Das geht doch nicht. Meine Mutter sagt immer, was man beim Friseur liest, das ist sowieso immer gelogen. Mhm. Naja, wenn das deine Mutter sagt, dann wird das wohl stimmen. Ja. Jetzt ein Tässchen Tee. Ja, super. Also, lieber Prinz, verglichen mit Ihren Worten kommen mir meine total unbedeutend vor. Ach was. Der kann froh sein, wenn du ihm überhaupt zurückschreibst. Danke, aber du musst doch wirklich sagen, er hat so ein wirkliches Gespür für Worte. Vielen Dank. Ich meine, das stimmt. Also, weiter. Vielleicht könnte ich euch mit meinem Körper mehr erfreuen als mit meinen Worten, weil ich hab da so einen Bauchtanzkurs gemacht letzten Sommer. Was? Du willst halbnackt vor ihm rumhüpfen? Clemmy, nein. Ich will nicht halbnackt vor ihm rumhüpfen. Nackt. Das war nur ein Witz. Also, witzig. Du, wobei, ich hab so ein kleines Oberteil, das würde dem bestimmt total gut gefallen. Also jetzt, finde ich, trägst du ein bisschen dick auf. Was ist denn los mit dir? Du meckerst die ganze Zeit. Ich finde nur, ja? Beim Autofahren tritt man das Gaspedal auch nicht gleich bis zum Anschlag durch. Okay, gut. Und wie soll ich deiner Meinung nach meine Gefühle in Worte fassen? Lieber Prinz, bitte schick mir ein Ticket Berlin-Kairo First Class mit Rückflug, falls die Vibrations nicht stimmen. Sag mal, spinnst du? Wie klingt das denn? Besser als irgendwelche Erwartungen bei ihm zu wecken, die du nachher sowieso nur enttäuschen kannst. Du meinst, ich enttäusche seine Erwartungen? Bestimmt nicht. Sollen wir noch irgendwo anders was trinken gehen? Aber lass uns erstmal den Brief zu Ende schreiben, ja? Dieser Brief. Ich könnte das niemals so ausdrücken. Aber du findest immer die richtigen Worte für meine Gefühle und du bist so sensibel. Und so klug und du bist einfach wunderbar. Jochen? Oh. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war plötzlich mit den Lippen vorne, meine Hand war in der Wange und... Oh Gott, das wird nie wieder vorkommen. Es liegt wahrscheinlich an den romantischen Worten und am Wein. Mir ist auch schon ganz schummrig. Das heißt, du bist nicht böse? Ach, Quatsch. Es ist nur... Ich bin ja leider schon vergeben.